persönlich gehe sehr gerne shoppen und natürlich, wenn man ein Schnäppchen machen kann, dann bin ich immer dabei. Ich shoppe natürlich sehr, sehr gerne. Es ist, wie ein Hobby. Nur meine Kreditkarte, die hat es nicht so gerne. Wir haben ganz ähnlich in Los Angeles, die mich immer anziehen und mir echt Spaß machen. Ich liebe es, die zu durchstreifen und mit Schnäppchen nach Hause zu kommen. Ganz ehrlich, wer mag keine Schnäppchen? Eigentlich mag ich es gar nicht mehr ganz normal zu bezahlen. Meine Mutter hat immer nach reduzierten Preisen geguckt. Wir wollen doch alle viel Geld sparen, oder? Also ich war wirklich schon bei vielen Charity-Sachen und das muss man einfach sagen, das ist schon eine große Nummer. Und ich habe ja das genutzt, Marsha Cross, Desperate Housewives. Ich habe für 100 Lose ein Selfie mit ihr erkauft sozusagen. Und ja, und jetzt verschenke ich die an Kinder, die noch nichts gewonnen haben. Und ja, wohl gleich werde ich auch mal so 2, 3 aufmachen und gucken, ob ich auch was gewinne. Unglücklicherweise habe ich das Gefühl, Krebs war ein großer Teil meines ganzen Lebens. Ich selber habe Glück und auch meine Freunde, meine Kinder und deren Kinder. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Ich könnte heulen bei dem Gedanken, dass irgendein Kind an Krebs leiden muss. Ich finde, es geht darum, dass die Leute sich wohltätig zu betätigen quasi oder was Wohltätiges zu tun, mit Genuss zu verbinden, finde ich eine gute Mischung, weil es soll nicht nur traurig sein, es soll gleichzeitig was Schönes sein, denn alle Leute, die wir verloren haben an Krebs, wollen, dass wir glücklich sind. Also die Kinderkrebshilfe Schweiz, die Hauptaufgabe ist, die Familien zu betreuen, direkt vor Ort im Spital, während der intensiven Chemotherapie, aber auch danach, wenn es ihnen wieder besser geht, mit Angeboten wie Familienferien, pädagogisch betreute Ferien für die krebsbetroffenen Jugendlichen, ein Auszeitwochenende nur für Mamis, die sich untereinander austauschen können. Die muss ich jetzt probieren. Bei Linz, hola. Einer von den Hauptpreisen war ein Velo und das hat ein Kind gewonnen, der selber betroffen ist. Wenn das nicht ein guter Omen ist.